Das seht ihr ja dann. Also, wie ich den Folgentitel der letzten Folge benannt habe, das seht ihr dann ja. So, was haben wir jetzt noch? Ich gucke mir das mal von oben an, wie weit wir da inzwischen sind. Wir können nicht von... Ach, machen wir das mal so. Ja, falscher Ausgang. Wir können nicht von oben darunter schwimmen, dann wieder hoch. Das wird zu viel. Da würden wir verrecken. Aber wir können unten anfangen. So, das war also hier. Müssten wir jetzt ja eigentlich sehen können hier schon. Den Gang, man sieht gar nichts, verdammter Mist. Da ist er, nee, da ist er auch nicht. Wo ist er denn? Da unten irgendwo. Von unten sieht man mehr als von oben. Naja, vielleicht muss ich mir das dann nochmal abends angucken. Ich werde das jetzt mal nochmal beleuchten, weil mit der ja ein paar Fackeln ausgegangen sind. Nicht, dass wir jetzt erstmal den noch fertig voll essen und das Schwert in die Hand. Monster? Nee. Okay, im Wasser gibt es auch keine hier. Den mache ich hier erstmal dicht. Was das Wasser angeht, also viel haben wir noch nicht geschafft hier an Strecke. Naja, machen wir das erstmal hier zu und dann sehen wir mal weiter. Da haben wir ja jetzt Glas. Machen wir hier mal Licht hin. Dann sehen wir das von oben. Gucken wir uns das mal an. Also ich gehe da jetzt erstmal nicht rein in den Nether. Wahrscheinlich auch für die nächste Aufnahme nicht. Ich weiß nicht, wie viele Tage die brauchen, bis sie sich beruhigt haben. Das muss ich mal nachlesen. Also wenn man da also bei... Das in Minecraft-Wiki da steht irgendwo, dann werde ich vielleicht am Ende der nächsten Aufnahme runtergehen. Wenn sie dann immer noch rumäumeln da, dann muss ich wirklich mir das überlegen, ob ich da nicht woanders ein zweites Portal baue auf einer anderen Insel. Da ganz unten ist das. Ah, ich sehe. Da ganz unten sind wir. Ist aber von der Höhe wahrscheinlich gar nicht so schlecht. So, hier ist unser Tageslichtsensor. Oder Nachtlichtsensor in dem Fall. Ja, ich muss von den Lohen, brauche ich ja noch so Lohenstäube oder Stäbe. Und Lohnstäbe und um jetzt dann die... Ach ja, nein, wir haben ja alle Quests soweit geschafft. Vielleicht noch, dass wir die Nachtwächteruhr ein bisschen noch aufpeppen. Aber ansonsten ist ja nur noch der Enderdrachen. Und da ich den sowieso nicht schaffe, das weiß ich ja schon. Ja, man kann es ja nie wissen, aber trotzdem. Ich denke mal schon, dass ich das nicht schaffe. Ich hätte einen Plan, ne? Plan hätte ich. Okay, würde ich mal sagen, wir haben jetzt eine Stunde gespielt und dann würde ich, ah ne, ich muss ja machen bis zum Ende hier. Also wir haben Mittag, da habe ich also noch ein paar Minuten Zeit. Zum Beispiel unten nochmal nach irgendwelchen Sachen zu suchen. Dann müsste ich hier natürlich erstmal hin, um mir, ne, bräuchte ich nicht, hätte ich da unten auch machen können, also um mir noch so ein paar
Fackeln zu machen. So, dann geht es noch mal runter. Ja, also mein Plan für die Abwesenheit jetzt dann ist also für die Aufnahmepause, ist also, dass ich mal gucke, wie sich die Schweinepriester verhalten, wenn sie wild geworden sind, wann sie sich wieder beruhigen. Ne? Das Höhle irgendwo. So, gibt's Level. Das ist gut. Und hier gibt's Eisen, was ja dann im Endeffekt auch Level sind. Ach, füllen wir doch mal hier mit Niederstein auf. Das sieht ja auch mal ganz nett aus. So, dann machen wir hier mal weiter. Den Gang dann durch. Erstmal noch ausleuchten. Hier ist ja auch noch Redstone, habe ich ganz übersehen. So. Okay, hat eins. Hätte ich doch glatt das Eisen da liegen gelassen. So, dann geht's hier weiter. Redstone, der war super. Nicht so irrsinnig viel, aber das reicht. Sechs Level schon wieder und Gold, ach man. Das reicht dann wieder für ein paar Goldäpfel. Nein, für einen vielleicht inzwischen wieder einen neuen Goldapfel. Wie sieht das eigentlich aus mit Goldapfel? Und hier können wir eigentlich geradeaus durchbauen, ne? Da müsste man doch dann da ankommen. Mal machen wir mal hier weiter. Schön systematisch. So, jetzt hat es irgendwie geleckt gerade. Bisschen noch Kohle und Level. Und Eisen. Und eine Höhle irgendwo. So, das wollen wir nicht alles auffüllen. Da klappern die Skelette irgendwo.
Also wieder ein Sturm, ja. Und das war es dann mit der Aufnahme, denke ich mal. Hier mal ein bisschen mehr Platz gelassen oder ein bisschen größeren Abstand zum nächsten Gang, der hier ist, jawohl. Das muss ich aber auch gut ausleuchten hier. So, einen machen wir noch. Damit die Folgen ein bisschen länger sind für euch. Ob ich vielleicht jetzt noch versuche, was zu verzaubern. Stärke zu bekommen oder sowas. Mal gucken. Jetzt bevor ich mich hier auslogge. Huch. Das wäre jetzt was gewesen, wenn wir da noch irgendwelches gemeines Zeugs wie Lava hätten gehabt hätten. So, hier ist jetzt noch Eisen. Hier ist noch Redstone. Rotkohl wollte ich schon sagen. Redstone. Rotkohl. So, dann geht's wieder zurück. Der Weg ist schon ganz schön weit. Ah ja, geht noch, geht noch. Es geht noch. Hier ist ja die Treppe schon. Bewaffnet, rausgehen. Ist der Schweinepriester inzwischen drin? Ja, nee, ist er nicht. Das Problem bei diesen Schweinepriestern ist ja auch, wenn der jetzt direkt vor dem Tor steht, ne? Dass wir dann halt natürlich noch ein Problem haben, dass wir gar nicht ins Tor reinkommen. Nee, daraus kommen, wenn wir da von dem Schweinepriester erwartet werden. Der eine war ja da gespawnt. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht gesehen habt. In der einen Folge, der ist direkt davor gespawnt. Das heißt, wenn da einer steht, der wild geworden ist, dann ist das nicht so schön. So, dann lassen wir uns mal ein paar Dinger braten. Dann haben wir noch 7 Bücher, die wir noch verzaubern können. Schärfeschutz oder Stärke wäre nett. Gehen. Stärke, super. Effizienz, Stärke, okay. So, dann haben wir jetzt mit den 5 Leveln, wir haben hier Stärke 2, Hammer. Dann tun wir hier Stärke 2 und nee, wir müssen erstmal 2 Stärke 1 Bücher zusammenpacken. So, dann haben wir Stärke 2, Stärke 2. Dann hätten wir Stärke 3, kostet 5. Und dann könnten wir unseren Stärke 3 Bogen, den wir hier haben, auf Stärke 4. Ist ganz schön gut, ne? Das haben wir echt gut. So, Schutz haben wir hier schon mal da. So, das ist der Schutz. Das sind 2 Stärke. Also, gefällt mir soweit. Ja, ja. So, dann werde ich mal mich ins Bett legen und euch schon mal Tschüss sagen.
Danke, dass ihr bei der heutigen Folge dabei wart. Opa spielt die Insel und bei der ganzen Aufnahme natürlich, die werden wir jetzt abbrechen und beenden, besser gesagt, indem wir jetzt hier speichern. Und dann wünsche ich euch alles Gute. Macht's gut, tschüss, bye bye, euer Norbert vom Kanal Opa spielt. Tschüss.